Hallo und herzlich willkommen, Leute. Und ich versuche mich heute an einem ganz besonderen Let's Play. Und zwar von Project Zomboid. Oder Zomboid. Ich weiß nicht genau, wie das heißt. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. These are the end times. There was no hope of survival. This is how you died. I'm sorry. It's fine. We can deal with this. Just. Christ, it hurts. Fuck, I'm sorry. Right, this is bad. I know this is bad. But we are still here. You're still breathing. All our stuff. They just took it. Okay, just hold fire for a second. Let me stop this bleeding. There'll be sheets in here we can rip to dress the wounds. Maybe some painkillers. Ja, und das Spiel ist, wie ihr seht, aus der ISO-Perspektive. Man geht hier ein, bewegt sich hier mit WASD. So, ich schalte mal eben die Tipps aus. No more, so. Das Spiel ist komplett in Englisch. Das ist ein Indie-Spiel. Das ist auch noch nicht mal ansatzweise fertig, das Spiel. Denn die Entwickler... naja, das ist halt gerade noch am Anfang. Und es wird später ein riesiges Spiel werden. Also, wenn es denn fertig wird. Und wie bei Minecraft haben wir auch so eine Möglichkeit, was zu craften. Dann tun wir da mal rein. Wieso ist denn die Maus jetzt so komisch? Naja, keine Ahnung. Dann haben wir hier Ripped Sheets. Und mit denen, die können wir dann auf unsere Frau benutzen. Und dann haben wir sie schon verbunden. Und dann geben wir ihr noch Painkillers. Hier, take one of these. I'm sorry, I fucked up, Ron. I screwed everything. Screwed us. You are fine. We are fine. We are just going to have to hold up here for a while. I can see a shed in the yard. Maybe some tools. Might be some tools, some wood. This place will be a fortress. Third fortress this week. Don't be long. Please don't be long. Ja. Und... Ja, das Spiel ist auf jeden Fall sehr lustig. Ihr könnt ja mal auf jeden Fall eins der atmosphärischen Spiele, die es zurzeit gibt, überhaupt. Und das ist schon mal unglaublich, was sie da hingekriegt haben. Es hat natürlich noch sehr, sehr viele Bugs, also das Bugs. Das Spiel ist ein Pre-Alpha-Release, also noch vor der Alpha. Und wie gesagt, also das ist nur so zum... Eigentlich ist es eine Tech-Demo, also einfach nur um zu zeigen, wie ungefähr das Spiel funktioniert. Und naja, wie es später aussehen wird, es ist nicht hübsch, das muss man sagen. Aber die Grafik finde ich persönlich sehr atmosphärisch. Und zum Beispiel, ich persönlich finde ja auch, dass das Gras schon ziemlich gut aussieht. Also dafür die Grafik, wenn man bedenkt, sieht das Gras schon relativ hübsch aus. Okay, we are safe. My hero.
glad to see the sense of humor is back. Hero's fine. Without you, I'll be cold, dead, and roaming the streets. And limpy. That too. I need to go find supplies. It's going to be dark soon, hon. You won't see the neighbors till they've taken chunks from you. We'll sleep hungry. Ja, normalerweise müsste das dann vorwärts springen, bis man auf... Ach verdammt, jetzt habe ich die Konversation, das Gespräch übersprungen. Das tut mir leid. Auf jeden Fall sagen sie etwas, dass der hier der Mann will Essen suchen, weil er Hunger hat. Und die Frau natürlich auch. Und die Frau sagt, dass er aufpassen soll und wenn er einen von denen sieht, soll er weglaufen. Ihr habt wahrscheinlich schon, ihr wisst es vielleicht schon oder habt zumindest schon mal. Habt erahnt, was das hier ein Spiel ist. Es ist ein Zombie-Survival-Spiel. Und, aber es ist wirklich Zombie-Survival. Also man hat es am Anfang schon gesehen. Es geht nicht darum, eine... Ich gucke jetzt nochmal hier rein, ob hier auch noch... Nee, keine Medikamente mehr da drin. Also wirklich Zombie Survival, man wird sterben, das ist unvermeidlich. Es gibt kein Ziel, das man erreichen kann. Man kann nicht irgendwie schaffen, dass man... dass die Zombies... Man kann keine... Kein Medikament gegen die Zombies. Think you can manage that? Ha, the kitchen is pretty beat up, but I think I remember. So. Also man kann jetzt nicht irgendwie eine Heilung für die Zombie-Krankheit finden und dann schließlich die Welt retten und sowas. Das ist so ein Spiel nicht. Man wird auch im finalen Spiel am Ende auf jeden Fall sterben. Aber auf keinen Fall. Naja, man kann da versuchen, so lange wie möglich zu überleben. Es soll auch einen Multiplayer-Modus geben, in dem man das dann im Multiplayer versuchen kann. Und naja, da machen wir jetzt. Na, geh schon an. So, an. Honey, it's working. This piece of shit radio picked something up. Dann machen wir mal den Ofen aus und nehmen die raus. Day 6 County. Army camps of concerned relatives of more troubled citizens. That if they do not return home, they will be forcibly dispersed. The president has released a statement asking for calm and patience. But key Republicans have been quick to attack what they are calling a do-nothing agenda. With a communication blackout and no-fly zone firmly in place, there is still no clue as to the nature of the outbreak. Pictures released by US forces, however, show crowded streets, suggesting that despite it all, the townsfolk of Moldford are living as normal. Ja. Oh, da kommt jemand. Verstecken wir uns mal hier im Bad, nur zur Sicherheit. Und gucken mal, wer das denn sein könnte. Könnte ja ein Zombie sein oder irgendein anderes fieses Wesen.